Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von mir. In dieser Videoserie werden wir uns beschäftigen mit der allgemeinen Pathologie und ganz besonders in diesem Video, in dem ersten Teil, einmal mit der Einführung in die Pathologie, dass man überhaupt einmal erkennt, was das ist. Dass es eben nicht nur um Tote geht und um alles, was irgendwie mit der Autopsie und so weiter zu tun hat, sondern dass das weit mehr umfasst. Im ersten Kapitel beschäftigen wir uns erstmal mit ein paar Begrifflichkeiten. In diesem Sinne möchte ich jetzt mal endgültig aufklären, was denn Pathologie nun ist. Die Pathologie heißt wörtlich übersetzt Lehre vom Leiden. Etwas gebräuchlicher ist mit Sicherheit die Bezeichnung einfach nur Lehre von den Krankheiten. Das wird auch auf der Uni genauso gelehrt. Die Lehre, also Pathologie, ist einfach nur die Lehre von den Krankheiten. Ich habe da noch ein weiteres Zitat parat, was auch nicht schlecht ist. Der Begriff Pathologie bezeichnet als Teilgebiet der Medizin die Lehre von den abnormen und krankhaften Vorgängen und Zuständen von Lebewesen und deren Ursachen. Das wäre auch noch ein Zitat, das hat mir Google ausgeworfen, als ich Pathologie eingegeben habe, Begriffsdefinition. Weitere sehr wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Pathologie sind noch ein paar statistische Größen. Da gäbe es zum einen einmal die Morbidität von Morbus, lateinisch Krankheit, die Mortalität und die Letalität. Die Morbidität gibt an, wie viele Menschen innerhalb eines Bevölkerungskollektivs innerhalb einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Krankheit erkranken. Ja, sonst nichts. Die Mortalität gibt hingegen an, wie viele der erkrankten Menschen innerhalb einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Krankheit versterben. Und die Letalität schließlich gibt im Prinzip was ganz Ähnliches an, auch das Verhältnis der Toten zu einem kranken Bevölkerungskollektiv. Allerdings ist da der Zeitraum egal. Die Letalität gibt nur an, wie viele Menschen an einer bestimmten Erkrankung irgendwann versterben. Das heißt, zum Beispiel 6,2% ja, aller Corona-Erkrankten sind irgendwann einmal an der Pandemie verstorben. Und nun kommen wir noch zu dem, was wir auch schon aus anderen Fächern kennen, die Pandemie, Epidemie und schließlich die Endemie. Zu Beginn einmal die Pandemie. Unter einer Pandemie versteht man eine Krankheit, die meistens zeitlich begrenzt ist, aber örtlich unbegrenzt auftritt. Beispiel wäre das Coronavirus. Das hat sich innerhalb kürzester Zeit durch die ganzen Reisenden eben wirklich weltweit ausgebreitet. Ja. Also es gab, glaube ich, bei keiner Pandemie bis jetzt so viele Erkrankungen auf einmal innerhalb so kurzer Zeit. Ja. Also Pandemie zeitlich begrenzt, aber örtlich unbegrenzt. Gut, das nächste ist die Epidemie, ganz klassisch. Wäre zum Beispiel in der Geschichte wäre es das zum Beispiel die Pest gewesen, das war eine klassische Epidemie. Warum? Weil man eben da hier von einem zeitlich und örtlich begrenzten Auftreten einer Erkrankung spricht. Es tritt plötzlich und gehäuft auf, in einer relativ kurzer Zeit, begrenzt sich aber an eine bestimmte. So bleibt zumindest innerhalb der Landesgrenzen. Ja, also ich will jetzt nicht innerhalb der Stadt sagen, aber innerhalb von Landesgrenzen. Ja. Nach einiger Zeit ist es wieder vorbei und das war's dann. Wie gesagt, in der Geschichte die Pest zum Beispiel. Schlussendlich noch die Endemie. Was ist eine Endemie? Das ist ein
örtlich begrenztes, aber zeitlich unbegrenztes Auftreten von Erkrankungen. Das heißt, das wäre zum Beispiel die Malaria in den Tropenregionen. Das ist eine Krankheit, die immer wieder auftritt. Ja, einfach wirklich regelmäßig, aber eben sich, wie gesagt, nur auf die Tropengebiete begrenzt. Was man zur zeitlichen Begrenzung noch sagen kann, das ist einfach die Zeit, bis genügend Menschen immun oder geimpft sind. Ein weiteres sehr wichtiges Thema, was uns klarerweise gerade in der Pathologie sehr häufig begegnen wird, ist das der Mikroorganismen. Was sind Mikroorganismen? Naja, teilen wir den Begriff einmal zunächst auf. Mikro und Organismus. Mikro ist klar, ist klein, sehr klein. Organismus hat was mit was Lebendem zu tun. Ja. Dementsprechend, wenn man das jetzt wieder zusammensetzt, Mikro und Organismen, wäre es naheliegend zu sagen, Mikroorganismen, das sind einfach kleine Lebewesen, genauer gesagt mikroskopisch kleine Lebewesen. Und das stimmt auch tatsächlich, wenn ich kurz aus Google zitieren kann, unter Mikroorganismen versteht man im Allgemeinen eine überaus heterogene Gruppe an mikroskopisch kleinen Lebewesen. Gut, jetzt wissen wir grundsätzlich, was Mikroorganismen sind. Viel anfangen können wir damit natürlich jetzt noch nicht. Was sind Mikroorganismen? Was zählt da dazu? Zum einen Viren, Pilze, Bakterien und ja, auch die sogenannten Protozoen. Was sind Protozoen bzw. was macht die aus? Protozoen sind einzellige Kleinstlebewesen. Also einzellige Mikroorganismen, die aber die Besonderheit haben, dass sie als Parasiten überleben können. Nur als Parasiten. Ja? Das heißt, die brauchen immer einen Wirt, um sich überhaupt am Leben erhalten zu können. Ein Beispiel für Protozoen, ich glaube, das bekannteste sind eben zum Beispiel die Malaria-Erreger Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Ovale und auch Malaria. Jeweils immer Plasmodium nicht vergessen. Ja, beim Begriff. Ja. Aber grundsätzlich die Malaria-Erreger eigentlich. Ja. Das sind die typischen Protozoen. Ja. Speziell Sporozoen in diesem Falle. Ja. Und was sind Sporozoen schon wieder? Schon wieder so ein neuer Begriff. Sporentierchen. Schlicht und einfach nur Sporentierchen. Ja. Auch zu den Protozoen zählen die Wurzelfüßer, die sogenannten Rhizopoden und diverse Amöben. Ja, das sind auch Protozoen halt. Okay, wie gesagt, Mikroorganismen, Viren, Pilze und Bakterien, jegliche Arten davon, alles, was sich halt so schön in unserem Körper einnistet oder einfach in unserem Körper sich befindet. Dazu ist gleich gesagt, Mikroorganismen müssen nicht zwingend schlecht sein. Ja? Man schaue sich zum Beispiel die Darmbakterien an. Auch das sind Mikroorganismen. Ja? Diese Escherichia coli heißen die genau. Die sind in unserem Darm von Geburt an vorhanden. Ja? Und auch überaus lebenswichtig. Ohne diese Escherichia coli würden wir ziemliche Verdauungsprobleme haben, um es mal harmlos auszudrücken. Ja? Denn die sind nämlich dafür zuständig, dass unsere Nahrung eben zersetzt und verdaut wird und weitertransportiert wird. Ja? Und sie machen auch einen wichtigen Teil unseres Immunsystems aus. Man bedenke zum Beispiel, wenn wir unterwegs was essen. Ja? Wie oft kommt man in die Lage, dass man gerade kein Desinfektionsmittel dabei hat oder sich nicht unmittelbar vorm Essen die Hände waschen kann? Ja? Man sitzt zum Beispiel in der S-Bahn oder in der U-Bahn, wie gemütlich so Sandwiches, die man sich mitgenommen hat, essen. Und ja, wo will man sich da bitte die Hände waschen davor oder sich wenn man gerade kein Desinfektionsmittel bei der Hand hat,
ist ein bisschen blöd, man hat trotzdem einen Hunger, man hat eine lange Zugfahrt oder U-Bahnfahrt vor sich, man hat nachher gleich einen Termin, kommt dann nicht mehr zum Essen. Ja. Trotzdem, obwohl wir das tun, was eigentlich komplett gesundheitsschädlich ist, by the way, ja, werden wir trotzdem nicht krank. Ja? Warum? Ja, die Antwort liefert eben zum einen mal die Magensäure. Ja, das sei auch zusätzlich noch gesagt, die Magensäure. Und zum anderen eben diese äußerliche Kohle. Die sind dafür verantwortlich, dass wir trotzdem nicht krank werden. Eine Frage, die sich natürlich in diesem Zusammenhang stellt, ist, wie schaut es aus mit den Mikroorganismen, die bei uns in den Körper eindringen? Welche davon spielen als Erreger für Infektionskrankheiten eine Rolle? Das ist auch eine Prüfungsfrage, by the way. Ja. Dazu gibt es sozusagen grundsätzlich alle Erreger, die körperfremd sind, also in uns eindringen, ja, wenn man so will. Aber ob wirklich eine Infektionskrankheit tatsächlich hervorgerufen wird, ja, ob wir wirklich krank werden durch diesen Erreger, hängt vorwiegend von unserem Immunsystem ab. Ja? Aber auch natürlich von der Verbreitungsgeschwindigkeit des Erregers. Je nachdem, wie schnell sich der Erreger verbreitet, desto besser oder schlechter kann unser Immunsystem darauf reagieren. Ein Mensch, der ein gesundes Immunsystem hat, ein gut funktionierendes Immunsystem, der wird quasi von vielen Krankheitserregern gar nichts merken. Die sind da, aber es wird keine Infektionskrankheit ausgelöst, wenn man so will. Ja? Jo, also Immunsystem und Verbreitungsgeschwindigkeit sind wesentliche Punkte. Ja? Man überlege sich auch zum Beispiel, man ist geimpft, ja, in unseren Breiten gegen sehr viele Krankheiten. Das heißt, da kommt der Erreger auch rein. Ja? Das Immunsystem erkennt den aber sofort. Hat schon durch die Impfung ein Fahndungsfoto sozusagen und kann spezifisch darauf reagieren. Man erinnere sich, Anatomie und auch Hygiene und so weiter, diverse Fächer kommt das vor, spezifische Immunabwehr. Ja? Das heißt, der Erreger kommt rein, ist aber gleich wieder weg, wird sofort vernichtet, bevor wir noch irgendwie was davon spüren. Man kann das sehr gut veranschaulichen. Wir nehmen eigentlich, wenn man so will, pausenlos irgendwelche Erreger von irgendwo auf. Ja, da brauchen wir nur mal unterwegs sein einen Tag lang und wir haben Millionen von Erregern in unserem Körper. Trotzdem, werden wir krank oder nicht? Nein, werden wir nicht unbedingt. Ja, einfach weil wir gegen vieles geimpft sind und verschiedene Krankheiten einfach bereits kennen. Kommen wir nun zum Abschluss unserer Einführung noch kurz zu einem Überblick über die Aufgaben eines Pathologen. Ich halte diesen Überblick absichtlich sehr zentral, weil auf die Details gehe ich dann noch in den weiteren Videos ein, aber ich möchte jetzt gemäß des ersten Kapitels nur einmal ein bisschen hinführen. Wir haben bei den Aufgaben eines Pathologen zunächst einmal die intravitale Diagnostik, das umfasst jegliche Untersuchungsverfahren, die am lebenden Menschen bzw. an Proben desselben vorgenommen werden. Und dann, wenig überraschend, die postmortale Diagnostik, das umfasst hauptsächlich die Autopsie und jegliche Untersuchungen, die halt der Erklärung der Todesursache dienen. Wie gesagt, beides ist sehr vielseitig. Es gibt gerade bei der intravitalen Diagnostik gibt es zum Beispiel die histopathologische Untersuchungen. Da beschäftigt man sich eben mit Gewebeproben, mit der Färbemethode etc. Wirklich ganz vielen Dingen, auf die ich dann eben im nächsten Video nochmal genauer eingehen werde. Tja, das war's auch schon. Zur Einführung. Wenn euch das Thema weiter interessiert und ihr genaueres wissen wollt über die Aufgaben eines Pathologen, wie auch über
Vieles, vieles, viel wie dieses andere, was die Pathologie auf Uniniveau noch zu bieten hat, dann schaltet doch beim nächsten Video wieder ein. Wir sehen uns. Tschüss.